Eine der vielen Fragen, die sich nicht nur Trainingsanfänger, sondern auch sehr viele Fortgeschrittene stellen, ist, wie viele Sätze muss ich pro Übung machen? Und diese Frage möchte ich euch heute beantworten. Und um diese Frage euch zu beantworten, habe ich wieder eine Studie vorbereitet. Bei dieser Studie wurden 48 Männer 6 Monate lang beobachtet. Die Männer waren keine totalen Sportanfänger, die haben bereits Calisthenics gemacht. Calisthenics ist ja sowas wie Training mit eigenem Körpergewicht. Da machen die Leute Klimmzüge, Liegestütze und so weiter und so fort. Und diese Männer wurden in 4 Gruppen unterteilt. Die Gruppe 1 hat gar nicht trainiert, das war die Referenzgruppe. Dann hat die Gruppe 2 hatte Einsatzprobung gemacht, die Gruppe 3 hat 3 Sätze pro Übung gemacht und die Gruppe 4 hat 5 Sätze pro Übung gemacht. Und sie haben während den 6 Monaten nach einem Ganzkörperplan trainiert, dreimal die Woche, und in dem Plan waren 9 Übungen. Da haben natürlich wie Oberkörper, so auch Unterkörperübungen dazugehört. So. Und zwischen den Pausen haben sie, zwischen den Sätzen haben sie 90 bis 120 Sekunden Pause gemacht. Und das Gewicht wurde so gewählt, dass sie mit einem Gewicht ca. 8 bis 12 Wiederholungen schaffen. Also Max Repetition heißt es, maximale Wiederholungszahl. Und wenn sie zum Beispiel mit einem Gewicht 12 Wiederholungen geschafft haben, dann wird im nächsten Training das Gewicht um 5 bis 10% erhöht. Also nehmen wir an, wenn ich heute 100 Kilo 12 Wiederholungen geschafft hätte, müsste ich im nächsten Training ca. 105 oder 110 Kilogramm machen. Ich denke, bei mir wären es 105, so wie ich meinen Körper kenne, denn solche großen Sprünge von 10% schaffe ich nicht bei solchen Übungen wie Bankdrücken. Genau, und am Anfang der Studie wurden Werte wie Kraft aufgenommen. Da haben sie ein Gewicht bestimmt, mit dem sie 5 Wiederholungen geschafft haben, und ein Gewicht, mit dem sie 20 Wiederholungen geschafft haben. Da wurde die Muskelgröße für den Trizepsstrecker und Trizepsbeuger aufgenommen. Da wurde natürlich Körperfettanteil gemessen, Hochsprung wurde gemessen, warum auch immer. Und oh, Stift ist runtergefallen. Und mir fällt gerade auf, dass ich hier noch vergessen habe, fettfreie Masse wurde auch aufgenommen. So, und nach 6 Monaten wurde das Ganze nochmal gemacht und verglichen. Welche Gruppe hat sich denn am meisten entwickelt? War das die Gruppe, die Einsatz gemacht hat, die Gruppe, die 3 Sätze, oder die Gruppe, die 5 Sätze gemacht hat? Letztendlich kann man sich die Frage ja fast selber beantworten. Die Gruppe, die 5 Sätze gemacht hat, hat starke Kraftsteigerung gemacht. Der Trizepsstrecker und der Trizepsbeuger ist gewachsen. Und Körperfettanteil, Hochsprung und fettfreie Masse ist bei allen 3 Gruppen an sich verändert. Also Körperfettanteil ist natürlich gesunken, nicht gestiegen. Und Hochsprung war besser und fettfreie Masse war niedriger, höher natürlich. Aber bei allen 3 Gruppen ungefähr so, dass es sich im Verhältnis gleich verhalten hat, sodass es nicht wirklich signifikant zu sehen war. Und ja, warum ist das denn so? Das kann man sich ganz einfach erklären, denn ja, die Gruppe, die 5 Wiederholungen gemacht hat, hat natürlich höheres Volumen gehabt. Also nehmen wir an, also als Beispiel, wir machen 1 Kilogramm pro Übung, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Dann machen wir das Einsatz, machen wir 3 Sätze und 5 Sätze. Und nehmen wir an, einfach für alle 8 Wiederholungen. So, sozusagen hat die Gruppe 1 hat ein Volumen von 8, die Gruppe 2 hat ein Volumen von 24 und diese letzte Gruppe hat Volumen von 40. Und da kann man sich eigentlich auch denken, warum die Gruppe ja, mit 5 Sätzen den höchsten Erfolg erzielt hat. Aber das beantwortet auch die Frage, wie viele Sätze pro Übung sollte man machen. Was ich noch dazu sagen sollte, ist, dass bei Bankdrücken die Gruppe, die 3 Sätze gemacht hat, hat mehr Erfolge erzielt als die Gruppe, die 5 Sätze. Also manchmal ist weniger doch auch mehr. Was genau Volumen ist und wie das zu bestimmen ist, werde ich noch ein Video abdrehen. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Da gehe ich auch auf solche Punkte ein, wie viele Wiederholungen pro Muskelgruppe und so weiter. Aber dazu nächstes Mal.
Genau, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schaut euch andere Videos an, da habe ich auch einen Haufen. Und ihr könnt mir auch gerne Videovorschläge schreiben, was ihr gerne wissen wollt. Und ich werde dieses Thema behandeln, gewissenhaft natürlich. Ansonsten verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.